Hallöchen, hallöchen, willkommen zu einem weiteren Battlefield Player for Free Commentary. Und diesmal geht es um eine Waffe, die, ja, recht schmackhaft auf Range ist. Das haut auch jeden um. Die Waffe ist zwar nicht heilig, manche Sachen sind auch echt grausam an der Waffe, so dass ich eher weniger mit der Waffe in der Zukunft zu tun habe. Zum Beispiel ist die PP 2000 in manchen Sachen sogar besser als bei der MP5. Richtig vergleichen kann man das nicht, beziehungsweise diesen Vergleich ernst nehmen. Jedoch muss ich sagen, dass ich eher mit so Nahkampfwaffen zu tun haben werde. Ich mumpel da eher an der Gegnergrenze rum und da hat so eine Waffe wie MP5 nichts verloren, weil einfach diese Waffe auf Range diesen ultra-mega-mäßigen Vorteil hat, vor allen Dingen auch von dem Recoil her, da der relativ gering ist. Jeder verrate ich euch jetzt erstmal die Attachments. Predator Barrel, Viper Mask und jetzt Devil Eye Stalk, das sind natürlich Attachments, die man im Idealfall benutzen sollte, jedoch sind die einfach scheißen teuer. Leider sind die Hälfte der Attachments ins Lager gegangen, von daher kann ich euch nicht sagen, welche von denen halt preisgünstig und gut sind. Ansonsten die Standard Kladderadatsch Sachen wie Casket Mags sind natürlich immer eine Sache, besser als gar nichts. Stingray Mags wären jetzt für einen MP besser, würde man denken, da wir einfach mit Stingray Mags im Nahkampf einen besseren Schaden haben als mit Viper Mags und im Long Range halt ein bisschen mehr Schaden haben halt mit Viper Mags als mit Stingray Mags. Jedoch haben wir halt mit dieser MP5 einfach eine extreme Ausnahme, weil wir halt auf Range ja den ganzen Schaden haben wollen. Also kurz und knapp, Close Range Waffen Stingray Mags, AK-47 oder RPK und Long Range Waffen halt Viper Mags, MP5, L85 und sowas. Aber wer jetzt schon sowas hat, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal was dazu kaufen. Wer das eine hat, braucht das andere nicht. Hin oder her, Attachments könnt ihr eher am besten selber testen. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur den Idealfall zeigen. Jedoch komme ich jetzt erstmal zur Geschichtsstunde. Dass die Waffe von Heckler & Koch kommt, sollte man wissen. Und dass diese Waffe seit 1966 produziert wird, ist definitiv erwähnenswert. An sich zum Namen, der ist eigentlich relativ interessant. Der Prototyp hieß MP64, da die Waffe 1964 entwickelt wurde, beziehungsweise angefangen wurde zu entwickeln. Später wurde das MP64 zum MP54 ernannt, wobei man noch erwähnen sollte, dass das 5 bei Heckler & Koch halt für Maschinenpistole stand. Wiederum später wurde halt aus allem MP5 Wikipedia for the win. Jetzt zu den viel interessanteren Daten, und zwar die Ingame-Daten. 600 Schuss in der Minute sind relativ normal. 24 Schuss mal 4, also 96 Schuss insgesamt, sind ordentlich. Vor allen Dingen, wenn man noch ein bisschen Ammo, beziehungsweise Ammo und Damage Attachments hat. Ansonsten die Reload-Time eher schlechter. Wie schon gesagt, bei der Waffe merkt man halt wirklich, dass sie im Nahkampf eher so lala ist. Die Reload-Time beträgt 4,8 Sekunden und der Damage beträgt auf Close Range 21 bis 23, Mid Range 16 bis 20 und auf Long Range 11 bis 15. Klingt jetzt nicht so atemberaubend, jedoch wenn man sich den Recoil anschaut, hat man dieses Faust aufs Auge Gefühl. Zudem merkt man, dass es einfach eine typische Waffe für den Nachbarn nebenan ist. Man muss nicht unbedingt viel über das Spiel wissen, um damit einigermaßen was zu reißen. Klar, mit Erfahrungen und sowas geht das alles flüssiger. Jedoch muss man kein Professor sein, um eine gute KD damit zu reißen. Singletap ist an sich auch nicht schlecht, sollte man vielleicht auf Long Range machen, aber richtig guten Singletap, also vor allen Dingen auch, wenn sich Leute da hinten im Horizont bewegen, geht das eigentlich mit der Waffe relativ gut. Jedoch kann man auch mit dieser Waffe gut durchprattern, ich komme jetzt damit relativ gut klar, jedoch spiele ich, wie schon gesagt, im Spiel ein bisschen was anderes, UMP oder PB19 zum Beispiel auch, uiuiui. Die sind jetzt nicht unbedingt Waffen, die ultramäßig gut von den Stats sind, jedoch einfach Spaß machen. Ich kann mal mit der Waffe einen Tag lang spielen, wird mir jedoch nach einer Zeit relativ langweilig, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Die Waffe ist aber jedoch an sich recht hübsch, man hat einen Kultfaktor damit und mit tollen Attachments kann man damit recht gut was machen. Auch ohne geht das eigentlich relativ gut. Und sonst gibt es ja noch die ganzen Packs, um mit Level 20 relativ schnell zu haben. Und ich bin zwar selber jetzt nicht Level 20, aber meine Abonnenten wollen ja unbedingt, dass ich mein Geld aus dem Fenster werfe. Nein, die Packs sind eigentlich schon eine relativ tolle Alternative und
Man sollte sich nicht darüber aufregen, wenn jetzt jemand so eins hat. Ich werde nochmal irgendwann mal sowas ansprechen, was ich jetzt von diesen Leuten halte. Jedoch ist heute mal die MP5 im Mittelpunkt. Per Credits kaufen wird auch ein bisschen schwierig. 90.000 Credits ist ein bisschen viel, aber 1.449 Pfund sind ein toller Preis. Jedoch für 75.000 Credits kann man sich schon das G53 kaufen. Von daher ist es eigentlich relativ schwachsinnig, sich die MP5 mit Credits zu holen. Also da mal wirklich echt eine Empfehlung, sich das alles mit Pfund zu holen. Selbst wenn ich immer sage, mit Credits ist auch alles möglich. Ansonsten so Maps wie Kakan sind so Sachen, die mir auf jeden Fall gefallen haben. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Kakan-Fan, aber es hat mir richtig fein gemacht, mit der MP5 da durchzubrattern. Oman ist prinzipiell auch nicht schlecht. Man hat ja immer noch diesen Vorteil des Engineers, dass man halt auch noch die Rakete zur Verfügung hat und dann geht das eigentlich relativ gut los auf dem Schlachtfeld. Komme ich jedoch trotzdem mal zu meinem Fazit. Die Waffe ist an sich, ja, sollte man zumindest mal erlebt haben. Jedoch, wie schon gesagt, hat die PP 2000 im Nahkampf vom Damage her sogar noch mehr Potenzial. Also die MP5 ist, ja, scheiße im Nahkampf. Also eher so mehr wie Karkant benutzen, da wir einfach diese volle Bandbreite der Waffe ausschöpfen können. Sonst kriegt man die Waffe mit Level 20. Also sollte relativ schnell gehen. Ich bin zwar jetzt noch nicht das Level, wie schon gesagt, ich level jetzt erstmal meinen Sniper hoch, damit ich mir per Credits, ja, die Gold holen kann. Das sind 45.000 Credits, das ist nicht unbedingt viel. Ihr wollt ja unbedingt, dass ich ein Video darüber mache. Ja, das wollt ihr alle. Prinzipiell kann man aber nicht über die Waffe meckern. Jedoch muss man einfach, man muss sie nicht haben, erlebt haben sollte man sie schon. Also testen kann man sie ruhig mal. Das Visier kann man sich auch gut antun. Ein Holosight oder ein Rapid Aim kann nützlich sein. Ein M145 Sight könnte auch gehen. Hab's aber noch nicht getestet. Also müsste aber auch gehen. Eine Anfängerwaffe ist es prinzipiell schon. Jedoch finde ich immer, dass man als Anfänger ja mal so ein bisschen Waffen spielen sollte, die ein bisschen herausfordernder sind. So ein bisschen, ja gut, AK-47 sind so Waffen, die ich zum Beispiel mal jemanden empfehlen würde, der auch nicht so viel Erfahrung im Spiel hat. Einfach mal, damit man mal ein bisschen Ahnung davon hat, weil die meisten steigern sich ja halt sofort an die Waffen rein, die man in den Packs bekommt, was ich halt einfach so ein bisschen schade finde. Ansonsten einfach mal gucken. Standardwaffen können auch gut bzw. sogar besser sein. Vielen Dank fürs Anschauen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mal dabei. Tschö.